erfolgreich. Als erfolgreich bezeichnet man jemanden, der häufig ein positives Ergebnis erreicht. Erfolgreich ist das, was ein positives Ergebnis bringt. Man kann von einem erfolgreichen Experiment sprechen, man kann von einer erfolgreichen Krankenbehandlung sprechen. Und jemand, der häufig erfolgreich ist auf dem Gebiet der Medizin, ist dann ein erfolgreicher Arzt. Oder auch jemand, der viel Bücher verkauft, ist ein erfolgreicher Autor. Wann ist man erfolgreich auf dem Gebiet des Yoga? Im Yoga versuchen wir uns normalerweise zu lösen von den Vorstellungen von Erfolg und Misserfolg. Wir wollen tun, was zu tun ist, so gut wie wir es können. Man könnte jemanden als erfolgreichen Yogalehrer bezeichnen, der viele Teilnehmer hat und dessen Teilnehmer gerne die Kurse wieder besuchen und weiterempfehlen. Aber manchmal ist ein besonders erfolgreicher Yogalehrer derjenige, der nur einen einzigen Schüler hat und diesem Schüler hilft, wirklich ganz gesund zu werden von einer schweren Erkrankung oder jemanden, der unglücklich war, glücklich zu machen. Erfolg auf dem Yoga misst sich eben nicht in Zahlen, sondern ist sehr individuell. Auch die eigene Yoga-Praxis, wann wirst du sie als erfolgreich bezeichnen? Auch darum geht es im Yoga nicht. Wenn wir Yoga üben, wollen wir frei werden von Leistungszwang und von Anspruchsdenken. Und deshalb eignet sich auch das Wort erfolgreich im Kontext des Yoga nicht.